Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu der Technomancer Part 61. Ja, ich habe im letzten Part voll verpasst, dass wir ja in Part 60 waren. Wir sind hier mit Scott und Amelia und suchen nach Aufzeichnungen von Amelias Vater hier. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit den beiden, um vielleicht rauszukriegen, wo das sich denn befinden könnte. Hast du eine Idee, wo wir anfangen sollten? Nah, not really. I barely even remember my dad. He disappeared when I was a kid. Never really even saw him here. Okay, wir reden mal über den Arbeitsplatz ihres Vaters. So this is where your father worked. Yeah. I mean, looks nothing like. Desk was taken out a long time ago by someone, looted or I don't know. But yeah. This is where he worked. What about all his tools? They're gone too. Most. But I found a box in his room, which probably had his favorites, and he had a locker that I never cracked. Let me take a look at the tools and locker. Okay. Glaube ich hier, also das ist hier in dem Raum drin. Did your father have any secrets? Who doesn't, Zach? Not as many as technomancers, I'm sure, but secrets tend to come with being a Reacher. See shit when you're out and about, and you don't want to talk about it when you get home. So, yeah, I'm sure he had them. But I was so damn young that they were sure as hell nothing he ever told me about. Okay. You have any memories of your dad? Well, he was gone a lot. Traveling. But yeah, I mean, like, when he was home, I remember the stories he would tell me. Crazy shit. And he'd make me a lot of drawings, just things to make me laugh. Doodles and stuff. He'd do it anywhere. I remember right when I started working here, I even found one of his doodles on the wall. On a wall? Maybe more than just a doodle. Okay. Alright, I'm gonna start combing the... Lead the way. Ups. So. Gehen wir mal hier rein und schauen mal, ob wir es hier vielleicht finden. Oh, wir verlieren unseren Erfahrungsmodus. Da ist ein Code, brauchen wir. Dann würde ich sagen, suchen wir nach dieser Zahl mal, die hier vielleicht irgendwo eingeritzt ist. Sie reden mal noch mit Scott. Your old friend Mark apparently made drawings that diagrammed how he improved his rover. They gotta be around here somewhere. He ever talked to you about them? No, I don't believe him. That was some time ago, though. But I do recall his rover undergoing massive changes at some point. Vaguely, like a fuzzy, hazy dream. Do you remember where he'd put his tools and drawings? Mark was private and protective of his stuff. Didn't like people nosing around. And since he always had people visiting his shed, he would take things, tools and things, into his bedroom when they came. I always found it curious why someone will want to sleep with a screwdriver, but to each his own. Right. Well, maybe they're still in there. Where did he used to put his valuables? Oh, Zachariah, I'm not sure he had valuables. Not, at least not in financial terms. Valuable with memories, perhaps? Those things he put in the locker, I believe. If I recall correctly. Mm-hmm. You ever look inside that locker, Amelia? No, I just... No. It had a big lock with a code on it. Never knew how to get in, and after a while, I just forgot about it. Also felt like going through his stuff was kind of acknowledging he was never coming back. Maybe I can break it open. Ah, jetzt kann man plötzlich aufbrechen, oder? Well, yes, it is a very large shed. I'm sure you will find something, even if not something you're looking for. Okay. Can't open the lock or break it. Gonna need the combination. Okay, jetzt geht immer noch nicht. So, Amelia könnte uns eigentlich mal sagen, wo denn das stehen soll. Diese eine Geschichte dort. Diese Zeichnung von ihrem Vater oder wie auch immer. Also. Hier irgendwo? Nee. Oder müssen wir komplett irgendwo anders hin?
Nee. Muss schon hier sein. Ups. Fortunately, this is beyond my skill level. Hm. Das wundert mich halt schon ein bisschen. Was soll das denn sein? Ah, hier. Amelia, there was a map of the shed with his tools. Weird. It's not even close to the same shape. Like it was bigger back then. Don't remember any construction being done on it though. Always just remember it how it is now. Perhaps, and I am just, might Mark not have built a secret room in a corner of the shed, one in which he might have hid some more sensitive work, or maybe a favorite food. Though I don't remember him having a favorite food or anything. Gott, ich halt so verwirrt, gell? That's where your mind goes? A secret room for secret food? Now you've officially fucking lost it. When all likely things are ruled out, the only other options are the unlikely. Got nothing to lose by at least poking around to see. Who knows? May even find this secret room. Okay, Geheimraum. Code können wir hier immer noch keinen eingeben, vermutlich, oder? Can't open the lock or break it. Gonna need the combination. Schade. Oje, oje. Ehrlich gesagt mag ich solche Suchquests ja gar nicht, ja. Bin ich ja absolut gar kein Freund von. Wo man dann halt irgendwie alles absucht und halt eigentlich keine Ahnung hat, wo man hin muss. Sieht auch nicht unbedingt alles nach Geheimraum hier irgendwo aus, oder? Ist jetzt vielleicht eine neue Questmarker? Nee. Hätte ja sein können. Hoch kommt man auch nirgends, oder? Ich würde sagen, das muss doch eigentlich hier drinnen sein irgendwo, oder? Ich lauf halt gegen... Ups, wir können noch mal mit ihm reden. I'm trying, Zack. I'm doing my best. You see the old map I found? You sure you don't know a way into that secret room? Doesn't look familiar. Feels like the only way I've ever known the shed is the way it is now. What about a lucky number? Did he have one? I don't... If he did, I never knew. Or sure as shit don't remember now. Maybe he used you or your mom's birthdays or their anniversary or something like... You really think I didn't already try all those? Seriously? Give me a little credit. Ich hab gedacht, sie hat's noch nie durchsucht. What else was important to your dad, other than his family? He was a Reacher, so traveling in his rover. I remember that rover. Remember one time we wrote this little mantra he had on the dashboard. What was it? I don't know, it was so... Something about time and exploration. Something about every soul being too short to explore all of Mars, but how each soul still brings a new discovery. Or something like that. Well, a soul's a Martian day. That's 24 hours, 39 minutes, 35 seconds. Worth a try? All right, I'm gonna start combing the place. Maybe we'll find something. Lead the way. Sollen wir damit mal anfangen? Ah, funktioniert. Worked. Locker's open. Just needed to enter the duration of a soul. All for a single key. Without a damn clue what it even goes to.
Ja, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden, was dieser Schlüssel jetzt wiederum öffnet. Hier offensichtlich nichts, oder? Öffnet er vielleicht das hier? Nee. This is beyond my skill level. Drin vielleicht irgendwas? Nee. Hier das hier auch nicht. Die Truhe vielleicht? Nee. Hier auch nix. Oh. Vielleicht muss man nochmal reden mit denen. I know you didn't know him that well and it was a real long time ago, but if you could... I'm trying, Zap. Ja, das hatten wir schon. I found this key. Any idea what it could open? Nah, never needed a key like that in here. No idea what it would open. Already opened the shed safes. Your dad have any other safes? Maybe some got moved. I don't know. I don't think so. Feel like if he had, I'd have gotten them when I took over the shed. Could be a fake wall or something. Any of the walls sound hollow or... Zach, look where we're at. Quality construction isn't exactly a fucking priority around here. Every wall sounds hollow. Knock too hard and they might fall down. You find any locks you couldn't open? Couldn't find a key for? Nah, but let me see the key. Yeah, no, never seen this before. But what the hell's this drawing on it? Fuck, him and his old drawings. Looks like the same one that was on his wall, though, doesn't it? Let's go take a look. If it is, it's probably not a coincidence. Welcher Wahl denn? Hier? Nee. Also hier nicht zumindest. Wo sind denn eigentlich Kritzeleien auf der Wand? Das habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Wo die sein sollen. Oder bin ich einfach blind? Naja, das sind ja keine Kritzeleien auf der Wand oder so. So, hallo. Wollen wir da drinnen gucken? Wie sollen diese Kritzeleien sein? Ich raff's halt echt nicht, gell? Scott, I'm gonna need you to dig deep inside that mind of yours for a memory. Guy, my mind is a complicated place, Zachariah. A hodgepodge of mazes of information and caskets of broken memories, fragments and... Oops. You ever seen this key? Know what it goes to? Nah, no idea. It's a key, Zach. They all look alike. Yeah, but this one has a drawing on it and was hidden in his locker. So it's probably important. Mark have any quirks, obsessions, or anything like that? Yes, yes. He had this incessant need to doodle, drawing little symbols and things all over. Everywhere, as if it was uncontrollable, in fact. He drew so many in so many places that one day he actually drew it all over my office, over my desk. I mean, it wasn't a serious infraction, but... Yeah, I found the doodle on his toolbox, and even on the key we found. It was also on the wall of the shed. I thought it was funny as a kid. Never knew it was my dad who drew it, though. If it's the same symbol that's on his key, maybe we should check it out. Wo denn? Wo denn, liebe Leute? Scott, Guy. Muss ich nochmal fragen, ob die jetzt da gerade eben... Mark have any... He drew so many and so many... Yeah, I found the doodle on... It was also on the wall of the shed.
I thought it was funny as a kid. Never knew it was my dad. If it's the same symbol that's so hier auf der Wand, auf der Wand hier. Oder meint man vielleicht this isn't a good time to just hang around here. Also hier auf jeden Fall nicht raus. Time to just hang around here. Kritzeleien hier auf dem Schuppen. Also, ups. Wo sind denn hier Kritzeleien? Ich blick's nicht, gell? Müsste mich gerade echt entschuldigen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich gerade echt nicht check. Wo denn hier diese scheiß Kritzeleien sein sollen? Ja, für mich ist halt der Schuppen das Ding da und da sind doch keine Kritzeleien. Ich wäre jetzt nach draußen gegangen, aber da dürfen wir ja auch nicht hin. Nein, nicht rein. Ich blick's nicht, gell? Können wir hier raus? This isn't a good time to just hang around here. Ne, hier können wir auch nirgends raus. Das sind doch nirgends Kritzeleien, erzählt mir doch nichts. Wo ist denn hier so ein Ding? Es muss ja wahrscheinlich irgendwie eine Tür öffnen oder so, würde ich schätzen. Ach, hier. Oh mein Gott. This drawing's hiding some sort of slot. Maybe it's a lock? Mark was quite the jester. He had the audacity built a secret room in one of the army's sheds and hid a lock in one of his doodles. Oh, what a bold man. He was always the cooler one. Na dann. Cool. Da sind wir. His notes are pretty detailed about this icebreaker. He even lists all the materials needed to build it. I should be able to find them. Oh, and there's a drawing of the whole rover here. That's perfect! I can retrofit the front of my rover and just attach the icebreaker right to it. That brings something to my... Should we not perhaps insulate the machine as well, considering the horrifically low temperature conditions at the pole? Yeah, probably why he added a special coating to the shell. Some kind of light, flexible plate if I'm reading the notes right. Doesn't say the exact material he used, though. Says how he attached it, but not what it's made of. It calls to mind the abandoned dome. All those boxes of insulation lying about. You remember? Perhaps we could... more consideration at the least. Yeah, that's... my dad's drawing. I could probably adapt him to the rover's frame. Why the hell were all those boxes there anyway? It's where the people who worked in the city beneath the pole lived. To live in those conditions, you better have insulation or some damn thick skin. Maybe. Though the city shouldn't have been under the pole back then. It was nearby, not underneath. All the damn turmoil must have really fucked with the ice's structure. Only thing that's important, though, is you bringing those boxes back to me so I can make my baby cold weather resistant. Cool. Wo müssen wir denn dafür hin? Brauchen wir hier Materialien in diesem Gebiet dafür? Nein.
Geh zurück zur verschollenen Kuppel. Welche verschollene Kuppel? Ach, die hier. Meinen die und den Eisbrecher hier. Ach, ich glaube, das sind diese... Ja, ich glaube, ich weiß sogar, welche Sachen das sind. Den Eisbrecher herstellen, Noctis und Mutantental müssen wir dafür. Stelle den Eisbrecher her, hier auch, hä? Ach, da müssen wir halt irgendwas bauen für. Deswegen müssen wir zu so einer Werkbank. Ja, okay. So, jetzt gehen wir aber erstmal raus aus diesem Gebiet hier. Haben jetzt genug Zeit verschwendet. Sorry Leute, das hat jetzt echt ein bisschen gebraucht, aber... Oh nö, jetzt ist der respawned hier, oder wie? Ich hätte natürlich auch... Wer ist noch gleich? Ich hätte natürlich auch jetzt das Offscreen nochmal neu starten können, die Aufnahme oder so. Das finde ich eigentlich auch doof, gell? Oh, der ist echt ausgewichen gerade. Ich würde übrigens auch vorschlagen, wir werden jetzt, ne, ich werde doch das Team wechseln. Ich werde echt nochmal runtergehen in den Untergrund und mir ein anderes Team holen. Weil irgendwie mit Scott und so bin ich ja nicht so zufrieden. Lieber Phobos. Weil ich wollte gerade sagen, sonst, ja... Weiß ja nicht, was alles noch gemacht werden muss. Nachher müssen wir echt mal ordentlich kämpfen. Vielleicht auch mal einen schwierigeren Kampf. Dann wird es halt, denke ich, mit Scott schwierig. Genau, deswegen laufen wir da jetzt mal schön zurück. Hoffen, dass wir da unterirdisch jetzt auch nicht überall kämpfen müssen. Gegen die ganzen Viecher nochmal. Gut, so. Wir müssen hier am Curiosity vorbei. Können ja eigentlich hier runter, oder? Ja, das ist schon der Eingang in den Untergrund. Hier sind auf jeden Fall keine Respawn, das finde ich ganz cool. Sehr schön. Hier sind sie Respawn, das ist nicht so schön. Hier halt runter, da den Weg müssen wir kurz nehmen. Ich glaube, da sind wir relativ... schnell durch. Machen wir auf jeden Fall mal noch in diesem Part hier. Damit wir noch ein bisschen vorankommen. Ja, gehen wir hier runter. So, nochmal so ein paar Elektroviecher. Ja, ist halt ein bisschen anstrengend, dass die jetzt hier alle respawnen. Hoffe dann nachher wenigstens nicht auch wieder alle in O4 selbst respawnt. Wäre ein bisschen doof, gell. Können aber auch gleich eigentlich gucken, ob wir vielleicht, ja, ist noch gleich, ob wir vielleicht dann schon das da herstellen können für den Rover. Also ich weiß, diesen Weg haben wir beim letzten Mal nicht genommen, aber ich gehe lieber den hier, weil wir hier eigentlich schneller durch sein sollten, weil diese Menschen... Wenn da die Wächter respawned sind, die brauchen im Normalfall länger, bis wir die tot haben. Da gehen diese Elektroviecher hier gehen recht schnell tot. Ups. Alle springen mal runter. Haben wir wirklich 176 Schaden mit unserem Schildschlag da gerade reingehauen? Ne, da hat Scott, glaube ich, geschossen, oder? Okay, das haben wir. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch... ja, da durch den Raum müssen wir trotzdem gehen. Anders kommen wir da nicht hin. Gut, die sind tot. Komm jetzt bitte nicht die auch wieder respawned. Ach so, hä? Macht der jetzt denn eigentlich?
Sagt jetzt nicht, da ist einer drin im Rumbaggen. Können wir uns kurz zurückziehen? Ja, können wir. Und rein da. Ich bin hier durch. Wieder noch umhauen. Ah, verreck. Ja, aber ich würde, wie gesagt, echt gerne die Gruppe nochmal tauschen, weil... Ja, Scott ist halt einfach... nicht so der Oberhammer. Fällt wenig aus und so weiter und so fort. Deshalb, ja, gucken wir mal. Würde mich mal interessieren, ob wir hier diese Sache denn herstellen können. In den Eisbrecher können wir, da müssen wir tatsächlich, das kann man nicht hier herstellen. Okay. So, dann machen wir jetzt hier Team zusammenstellen. Amelia, Scott weg. Andrew und Phobos nehmen wir mit. Wunderbar. Laufen dann schon mal wieder zurück. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei euch. Ich denke, ich werde diesen Weg jetzt hier einfach mal offscreen noch zurücklegen. Den restlichen Weg. Bis wir wieder in den Slums sind oder so. Genau, weil... das muss jetzt eigentlich nicht unbedingt angeguckt werden, wie ich hier den Wandersimulator spiele. Genau, also dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao Leute, morgen 16 Uhr.